Tag Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ich bin Paul und ich möchte euch, was die Musikwelt so angeht, so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und deswegen würde ich sagen, ist es Zeit für eine neue Folge German Music Talk. Wenn ihr das letzte Mal schon dabei wart, wisst ihr, im ersten Teil geht es um die Neuerscheinung, welche Alben werden in der nächsten Zeit rauskommen oder sind in der letzten Zeit rausgekommen. Und da schauen wir doch einfach mal. Ein Künstler, der ja in letzter Zeit sehr an Berühmtheit gewonnen hat, und zwar Pharrell Williams, bringt sein neues Album, hat sein neues Album bereits rausgebracht am 3. März. Es heißt Girl. Und ich habe schon mal reingehört und ich war enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe echt mehr erwartet. Ihr könnt es euch gerne mal anhören. Und ich finde, die Lieder klingen alle sehr gleich. Also es ist nicht sowas, es gibt sicherlich zwei, drei Lieder, die echt gut sind. So Happy kennt zum Beispiel jeder. Das ist auch echt total anders als alle anderen Lieder da drauf. Und ich finde, es gibt wenige Lieder, die so richtig rausstechen, die so was Besonderes haben. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von dem, ein bisschen mehr erhofft von dem Album. So ist es nun mal jetzt, aber ich denke, das ist teilweise natürlich auch Geschmackssache. Kommen wir zum nächsten Album. Es ist von Kolliger, heißt King, wird rauskommen am 25. April. Ich denke, viele Rap-Fans freuen sich schon sehr auf diesen Tag. Ich denke, das Album wird krass. Er hat ja schon zwei Singles jetzt daraus rausgebracht, und zwar Alpha und irgendwas mit AKs, ich habe es mir gerade angehört. Cool, auf jeden Fall, rap-technisch sehr, sehr weit oben. Ich denke, das Album wird krass werden. Er hat es ja auch schon angekündigt, dass er sich da, sehr viel Arbeit reingesteckt hat und dass es echt gut werden wird. Und man kann es jetzt schon vorbestellen. Es gibt auch noch die Limited Deluxe Edition. Da ist dann auch noch ein T-Shirt dabei und sowas. Link zu diesen Alben selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nächstes Album ist von Coldplay. Coldplay ist so eine Band, die höre ich persönlich gar nicht. Ist, glaube ich, eigentlich einfach nicht so mein Musikgeschmack. Ihr neues Album heißt Ghost Stories und wird am 16. Mai rauskommen. Ist noch ein bisschen hin, aber ihr könnt es auch schon vorbestellen. Das nächste Album ist von Materia, ist am 31. Januar rausgekommen. Das heißt Zum Glück in die Zukunft 2. Und es kennen sicherlich einige von euch. Ist ein gutes Album geworden, finde ich. Sind ein paar coole Tracks drauf. Kommen wir zum letzten Album. Ist heute, gestern, wenn ihr das Video schaut, rausgekommen. Ist von Kylie Minogue. Heißt Kiss Me Once und gut, es ist nicht so eine Künstlerin, die ich so besonders viel höre, aber es hört sich schon an wie Kylie Minogue, also wie die anderen Lieder von ihr so auch, also sie ist im Stil treu geblieben, aber ich habe mir die Hörbeispiele angehört und ich fand es relativ langweilig, also relativ eintönig, aber wenn ihr sie mögt, schaut vorbei. Wir kommen zu den Konzerten. Seed hat ihre Tour jetzt eigentlich schon hinter sich, aber wer sie noch nicht gesehen hat, der hat nochmal die Chance. Sie machen nämlich noch drei Konzerte im August, unter anderem auch in Dortmund. Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und das unbedingt mal tun wollt, dann habt ihr doch mal jetzt die letzte Chance, sie zu sehen live. Das nächste ist ein Festival, deswegen sind die Karten auch etwas teurer. Und zwar Rock am Ring bzw. Rock im Park ist in Nürnberg bzw. am Nürburgring. Ist ein sehr großes Rockfestival, also für die Rockfans unter euch ist es auf jeden Fall die richtige Adresse für den Sommer. Startet vom 5. bzw. vom 6. bis zum 9. Juni. Und Karten gibt es bei Eventim, Link in der Videobeschreibung. Eine Band, die ich persönlich ganz cool finde, und zwar Klangkarussell. Die machen ja so Elektronik und das kennen sicherlich auch einige von euch. Die Single von ihnen, Sonnentanz, hat relativ viel Erfolg gehabt. Und die machen auch ein Konzert, und zwar im April in Berlin, in Köln, in München und haben noch ein paar Adressen, glaube ich. Und für die Elektronik-Fans unter euch, die sagen, ach, das ist mir ein bisschen zu klein, ich hätte gern lieber noch ein größeres Konzert und ein bisschen jemand Berühmteren, für den ist auch noch was dabei, und zwar im Juli bzw. im August. Und zwar Avicii, wenn das richtig ist, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ihr wisst, wen ich meine. Der macht ein paar Open-Air-Konzerte im Sommer in Wien, in Hamburg unter anderem. In Mönchengladbach auch, und Tickets
also Link zu den Tickets gibt es auch in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Und ja, wir machen weiter. Und zwar mit den Charts. Ja, ich weiß, die Charts, da ist eigentlich nur Scheiße mit dabei. Aber ab und zu verirrt sich da doch mal ein ganz guter Song mit. Auf Platz 5 derzeit ist Am I Wrong von Nico und Vince. Ich glaube, wir können nicht reinschauen, weil das Video ist leider ja, Copyright und so, ihr wisst Bescheid. Aber beim nächsten Video können wir reinschauen. Und zwar Platz 4, Rather Be von Clean Bandit featuring Jess Glynn. Das war Platz 4, jetzt kommen wir zu Platz 3. Und zwar, ich möchte es ja gar nicht aussprechen eigentlich. Naja, gut, deutscher Schlager, naja, wer mag das schon? Gut, es gibt sicherlich vielleicht auch einige Fans unter euch, aber auf Platz 3 ist von Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht. Müssen wir uns nicht anhören, wollen wir uns nicht anhören, und wir gehen weiter zu Platz 2. Waves, der Robin Schulz Remix von Mr. Props. Kennen sicherlich auch einige von euch, kann ich leider auch nicht zeigen. Aber den ersten Platz kann ich kurz zeigen, und zwar Happy von Pharrell Williams. Ja, weiterhin immer noch auf Platz 1. Und ich fand die Aktion sehr, sehr cool, dass er ja das erste 24-Stunden-Musikvideo rausgebracht hat. Wenn euch das jetzt gar nichts sagt, dann solltet ihr dringend mal dabei da vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob das immer noch online ist, ich glaube schon, aber auf YouTube ist es auf jeden Fall online. Also, es gibt halt, also das ist halt wirklich 24 Stunden lang, das Musikvideo, und ist sozusagen in Echtzeit gedreht, und das ist echt cool. Wir schauen einfach mal eben in den Ausschnitt rein. Ja, das war's von den Charts. Kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar Lieblingssongs. Meine Lieblingssongs im Moment. Das mache ich halt, um euch so ein paar Titel, ein paar Künstler zu zeigen, die man eigentlich nicht so kennt, die eigentlich nicht so berühmt sind, aber auch total coole Lieder machen. Und ja, mein neu entdeckter Song, den habe ich heute neu entdeckt. Der finde ich echt total cool. Also ich höre den gerade die ganze Zeit eigentlich. Von Allure, You and Your Girl. Link ist in der Beschreibung zu Soundcloud. Auf Soundcloud findet man total coole Künstler übrigens auch. Also auch Künstler, die echt nicht berühmt sind, aber auch echt gute Arbeit machen. Und ja, meinen zweiten Titel, der hat mir mein Bruder geschickt, aber auch Link auch zu Soundcloud, ist eigentlich nicht nur ein Titel, es ist ein ziemlich langer Remix. Also es ist ein Mix von Taku, heißt Drive Slow, Home Part 3. Und hört sich ein bisschen komisch an. Aber das ist, ich glaube, das ist 30 Minuten lang oder so. Und es sind total viele Lieder geremixed, aber echt total cool. Und das ist halt auch echt entspannt. Also, ja, es ist eine chillige Musik, kann man sich echt gut anhören. Und hört einfach mal rein, wenn ihr Interesse habt. Und ja, wir sind schon am Ende angekommen, würde ich sagen. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und konstruktive Kritik da lassen, Freunde, einfach in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!